Freunde, heute ist es wieder soweit. Können wir vielleicht ein bisschen traurige Musik bekommen? Und vielleicht diesen Regeneffekt? Und zwar spiele ich wieder meine letzte Fortnite-Runde. Und das, bevor die neue Fortnite-Season rauskommt. Wir werden uns nochmal alle Sachen zusammen anschauen. Ikonische Orte, Bosse, den Zug und noch viele weitere Sachen. Und wir werden natürlich auch über die neuesten Fortnite-Teaser reden zu Fortnite Season 2. Alle Sachen, die jetzt noch kurz vorab geleakt werden und noch vieles mehr. Deswegen lasst uns direkt ins Video gehen. Achso, wenn ihr mich zur neuen Fortnite-Season unterstützen wollt, Freunde, dann tragt doch gerne meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Freunde, falls ihr wollt, dass ich euch in der nächsten Fortnite-Season adde, dann checkt doch mal gerne meinen neuen Fortnite-Kanal ab, und zwar Wannabe Plus hier. Und falls euch das Video juckt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Aber schreibt auf jeden Fall in die Kommentare euren Epic Games Namen rein und warum ich euch in der nächsten Fortnite-Season adden soll. Wir sind schon aus dem Battlebus rausgeworfen worden. Ladies and Gentlemen, willkommen zur letzten Fortnite-Runde in dieser Fortnite-Season. Ich muss sagen, das war nach langer, langer Zeit endlich mal wieder eine richtig, richtig geile Fortnite-Season. Und ich würde sagen, wir starten direkt einfach hier unten in der Stadt. Wenn es nach mir geht, müssen wir auch gar nicht so viele Orte ändern, weil ich habe mal so rumgeguckt. Ich muss sagen, dieses Flair für die nächste Fortnite-Season mit griechischer Mythologie, das passt auch so schon ziemlich gut. Es gibt sehr viele Ruinen auf jeden Fall, Tempel hier und auch manche Städte, die passen einfach. Nice. Ich könnte mir vorstellen, nächste Season gibt es den Zug einfach nicht mehr. Ich weiß nicht genau, Mann. Ich könnte mir vorstellen, dass sie den rausnehmen werden. Oder aber, die werden einfach gar nichts am Zug ändern. Das könnte natürlich auch sein. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich richtig sad war, dass eine Fortnite-Season zu Ende gegangen ist, war einfach damals mit Klombo zusammen, Mann. Ich wusste einfach, dass ich diesen kleinen Schlawiner einfach das letzte Mal sehen werde. Dass die den aber so lange rausnehmen und gar nicht wieder reinpacken, hätte ich niemals gedacht. Das heißt, möglicherweise wird der Zug zum Beispiel auch nie wiederkommen. Was war das denn gerade? Okay, hier gehen komische Dinge ab. Ich würde sagen, wir gehen direkt gleich zum ersten Boss bei Fencing Fields. Wobei ich sagen muss, ich glaube, der ikonischste Boss ist halt Peter Griffin. Und danach würde ich schon sagen, eigentlich Oscar. Weil ich glaube, es würde zu lange dauern, wenn wir jetzt bis Snooty Steps gehen, oder? Wir gucken einfach mal. So, haben wir geile Waffen hier? Ja, geht so, ne? Irgendwie ist der Loot auch nicht wirklich besser geworden über die Zeit. So, jetzt mach mal hin hier, Alter. Ich habe gar keine Zeit. Helden Steps. Das heißt, hier ist einer. Chili ist wieder aufgetaucht und das in der letzten Fortnite-Runde einfach. Leute, ich kümmere mich um diesen Schlawiner. Was, die ganze Season weg, bist gefunden worden, ne? Und jetzt habe ich dich, Junge. Das hast du jetzt davon. Ich muss meinen Zug erwischen. Wie geil ist das denn bitte? Wir finden einfach in der letzten Fortnite-Runde den vermissten Charlie, Mann. Oh, oh, ich glaube, ich komme nicht drauf, oder? Ich glaube, es reicht noch. Ja, wisst ihr was? Wir gehen nach Snooty. Das Geile ist, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt bestimmte Fortnite-Orte hier. Die kann ich namenstechnisch immer noch nicht aussprechen. Und das, obwohl ich 267er Level hier bin. Ich glaube, so lange habe ich noch keine Fortnite-Season gespielt. Da vorne ist sogar noch einer. Wie gesagt, wir gehen im heutigen Video auch noch ein paar News durch zur neuen Fortnite-Season. Das heißt, sobald der Teaser draußen ist, werden wir uns das Ganze angucken. Falls auf Twitter irgendwie Rambazamba ist. Ey, da ist sogar Oscar gerade. Das ist ja richtig geil. Dann werde ich das natürlich auch irgendwie einblenden und wir werden darüber quatschen. Mach kein Auge, Junge. Ich komme später wieder. Ich weiß noch nicht, wie lange es noch dauern wird. Peter Griffin, ich warte auf dich, Alter. Ich muss sagen, dieses Mobilitäts-Item hier finde ich auch sehr geil, ne? Also diese Greifklinge. Ich war ja am Anfang der Season nicht ganz sicher, ob ich damit den epischen Sieg holen kann. Wir haben es aber geschafft. Was findet ihr eigentlich in dieser Fortnite-Season? War so das beste Video, was ich rausgebracht habe. Ich finde eigentlich schon fast am Anfang, wo ich irgendwie alle Medaillons zusammengesammelt habe. Heute ist es soweit. Wir werden alle mythischen Waffen in einer Runde zusammensammeln, inklusive der Medaillons, und werden schauen, was passiert, wie in den guten alten Tagen. Oh, der heilt über Zeit. Oh, er ist auch tot. Es ist soweit, Leute. Letzte Fähigkeit. Die zufällige Boss-Skin-Challenge, die ich gemacht habe. Lol, der killt sich selber. Du hohle Birne, Mann. Hallo, Freunde. Hier ist der Tiger. Und natürlich auch die Videos, die ich über den Zug gemacht habe. Ich muss aber auch sagen, in Ranked haben wir auch ziemlich geile Sachen gemacht. Unter anderem, wo wir diese TikTok-Lifehacks benutzt haben, um am Ende aufzusteigen. Und zwar müssen wir uns einfach nur verstecken. Xian, er weiß es schon mal nicht. Was macht der da? Ich hätte jetzt noch durchziehen können, dass ich Unreal werde. Aber ich bin irgendwo bei Elite am Ende gelandet. Ich habe von Zeus auch nie wieder was gehört, Mann. Ich glaube, den gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Oh, oh, die Zone kommt. Ihr wisst ihr noch damals, als ich hingegangen bin, einfach so getan habe, als wenn ich Peter Griffin gewesen wäre? Das war auch noch eine gute Zeit, Mann. Heute versuchen wir für einen Tag mal Peter Griffin in Fortnite zu sein. Das heißt, wir übernehmen seinen Job als Boss und werden damit andere Leute pranken. Oh, ich kann hier einfach so stehen bleiben. Okay, der schießt auf mich. Ist das euer Ernst?
Ihr Auge mache. Ey, Bro, ich muss mal kurz reinkommen, Alter. Wir müssen hingehen und die alten Zeiten nochmal aufleben lassen. Diese Lache. Ey, das wird das letzte Mal sein, dass sich ans Knie packt, einfach. Mach keinen Ärger, Peter. Ich bin hier für dein Medaillon, Junge. Oh, ich weiß gar nicht, ob das so clever ist, was ich hier gerade mache. Let the good times roll, Alter. Das letzte Mal, dass er tanzen wird. Ob Zeus und Co. auch tanzen werden? Ich kann es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Warte mal kurz, ich muss mich kurz ein bisschen durchheilen. Ansonsten könnte das hier nochmal böse ausgehen. Auch die ganzen Änderungen, die Fortnite in dieser Season reingebracht hat, ne? Dass man sich jetzt einfach heilen kann während des Laufens. Ist irgendwie auch ein ziemlich nettes Feature gewesen, muss man schon sagen. Flowberry Rizzman, das letzte Mal, dass der Rizzler hier aktiv ist. Ich werde dich rizzeln, Alter. Guck, wie der aussieht. Nein, Peter, es ist das letzte Mal einfach. Ich bin traurig, Mann. Egal, wir nehmen das Ding hier mit und verabschieden uns. Und wir brauchen noch mehr davon, weil sonst sterbe ich gleich. Immer noch relativ wenig Kills, aber das ist jetzt nicht schlimm. Ich habe sogar noch 1000 Gold, Mann. Wisst ihr, was das heißt? Wir können die Automaten mal benutzen. Ich wünsche mir, dass in der nächsten Fortnite-Season die Automaten wieder Waffen liefern. Ich muss sagen, das war ein bisschen L-Take diese Runde. So, jetzt werden wir nochmal mit dem Lambo fahren. Den werde ich aber in der nächsten Fortnite-Season auch noch haben. Aber der ist einfach diese Season rausgekommen, ne? Das war auch richtig geil. Ich habe sogar ein Video rausgebracht, wo ich mit dem Lenkrad einfach versucht habe, in Fortnite zu gewinnen, Mann. Das war auch einfach nur absolut crazy. Freunde, im heutigen Video werden wir mal mit einem Lenkrad Fortnite spielen. Das ist mein verrücktes Setup. Ihr seht schon, wir haben einen L2-Knopf. Der macht gerade gar nichts. L1 macht auch nichts. Cool. Was macht R1? Schlagen. Ihr seht schon, das funktioniert. Das ist kein Spaß. Dasselbe, als wir komische Mäuse benutzt haben. Gott, ich kann die hier gar nicht zeigen. Das ist meine normale Maus hier. Aber wir hatten eine Iron Man Maus einfach am Start. Das ist einfach der Iron Man Kopf. Wie geil ist das denn, die Iron Man Maus? Diese Iron Man Maus, sie liegt sehr, sehr gut in der Hand. Auf jeden Fall. Ist geil, ergonomisch und so. Aber irgendwas stimmt hier im Spiel auf jeden Fall nicht. Oh, es gibt einfach zu viele gute Videos. Ich sag's euch, Mann. Oh, der Boss ist schon tot. Den schnappen wir uns jetzt mit der Peter Griffin Pumpgun. Ich habe die sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Ich muss sagen, Fencing Fields war in dieser Fortnite-Season einfach ganz klar das Tilted Towers. Hier sind so viele Leute gewesen. Das ist einfach nicht normal gewesen. So manche Runde waren hier, glaube ich, irgendwie 10 Leute oder mehr. Voll krass. Da vorne bist du doch. Wo willst du hin, mein Freund? Willst du ein bisschen Flowberry Riz? Müssen gleich unbedingt auch nochmal einen Tresor aufmachen. Boah, wie viele sind hier? Der erste haut mit dem Auto ab. Der hat schon gar keinen Bock mehr. Ey, klaust du gerade mein Lambo? Psych! Lass mein Lambo, Mann! Ey, ist schon wieder einer. Lass mein Lambo! Okay, er klaut ihn einfach. Ich glaube, ich spinne, Mann. Steig sofort aus, Junge! Es ist immer dasselbe. Autoschieber, Mörder und Verbrecher. Das sind die Leute, die ich hier fertig machen muss. Oh Gott, die Pumpgun. Das hat mir diese Season auf jeden Fall nicht so gut gefallen. Diese 25er-Hits. Ja, Krone habe ich leider schon. Hast du sonst irgendwas Geiles dabei? Oh mein Gott, stimmt, die Sniper. Ey, wie viele Sniper-Videos habe ich bitte diese Fortnite-Season rausgebracht? Wo wir Double Sniper gespielt haben, wo wir Jagdgewehr gespielt haben. Wir machen das Ganze einfach wie bei Shooter im Film. Wir zielen, schießen, boom und holen den epischen Sieg. Der Bahnhof wurde eingenommen. Holt die Sniper her. Boom. Boah, 300, Alter. Was passiert hier gerade? Auch auf dem Zweitkanal Mini Wannabe ist ja auch komplett eskaliert mit den Videos einfach. Oh, ich habe sogar gerade ein Jagdgewehr. Auch diese ganzen Schalldämpfer-Challenges, die wir gemacht haben. Ich liebe Schalldämpfer einfach. Ich hoffe, in der nächsten Fortnite-Season wird es auch wieder welche geben. Oh, hier ist noch irgendwo einer. What are you doing, man? Okay. Okay, der Sniper-Profi ist immer noch da. Habe ich Sniper gesagt? Es wird gleich das Ende sein. Diese Runde geht einfach zu schnell um. Letztes Medaillon hier. Komm, Waffe her. Aber ich glaube, Oscar ist tot, Mann. Und der Tresor ist auch schon offen. Die ganzen Schlawiner sind hier gewesen. Sollen wir nochmal eine Waffe upgraden? Nee. Der Schild, Mann, der war auch so cool. Ey. Mit dem haben wir einfach auch eine Fortnite-Runde gewonnen. Ich bin vom FBI, ich habe das Schild dabei. Jungs, wir haben ihn. Wir haben einen Code 3 hier. Der ist komplett am Durchdrehen. Den schnapp ich mir. Bewaffneter Irrer, irgendwo bei der Plantage. Oh mein Gott, das ist die Farmerin selber. Sie ist durchgedreht. Die Preise sind einfach zu hoch geworden. Stirb doch einfach. Wobei das gar nicht so einfach gewesen ist. Habe ich die sogar überhaupt gewonnen? Vielleicht bin ich auch gestorben, ich weiß nicht genau. Also ich muss sagen, die Items diese Season waren giga geil. Hallo Chicken. Auch ein bisschen Essen. Alter, er greift mich schon wieder an. Okay, der Kampf geht nächste Season wieder weiter. Du wolltest es nicht anders, Mann.
Du hast in Chapter 4 damit angefangen und ich werde in Chapter 10 damit aufhören. Ja, toll, mein Auto ist kaputt. Wir müssen auf das hier umsteigen. Ich glaube, Oscar ist schon tot, ne? Den gibt's nicht mehr. Aber Lebbish war auch ein sehr, sehr geiler Ort. Auch das Live-Event hier muss man ja erwähnen einfach. Das ist nur ein paar Tage her. Aber es ist so gigageil einfach gewesen. Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch mehr Mini-Live-Events kriegen. Gerade jetzt zur neuen Fortnite-Season mit den ganzen Göttern und so. Es gibt einfach viel zu viele kranke Mythen darum. Neuester Trailer war ja einfach etwas zu Ikarus mit den Flügeln. Das letzte Mal, dass wir hier hochfliegen werden. Wobei es cool wäre, wenn das in der nächsten Fortnite-Season irgendwie auch da wäre. Das Einzige, was nicht so ganz funktioniert hat... Oh, oh. Ich will nach oben. Es gab irgendwie keine Tornados und keine Blitze. Ich hoffe, dass das in der nächsten Fortnite-Season dann rauskommen wird. Gleiches gilt für die Lava. The Floors Lava muss wieder backkommen. Ich glaube, der Ort, den wird auch safe sterben, oder? Was meint ihr? Das ist das letzte Mal, dass wir hier langfliegen werden. Das hier habe ich nie verstanden. Hier waren immer so viele Gegner einfach. Nein, Oscar ist erst jetzt tot, oder was? Ihr Schweine, ihr habt Oscar ausgeschaltet. Das war irgendwie mein Lieblingscharakter aus dem Battle Pass. Welcher ist eurer gewesen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Wobei Solid Snake ist auch nicht schlecht gewesen, als er reingekommen ist. Muss nur sagen, seine Fähigkeiten und so habe ich gar nicht gefühlt irgendwie. Unsichtbarkeit ist cool. Aber diese Kartons? Ich weiß ja nicht, Mann. Der Koffer. Er ist ja auch wieder back. Weil der ist gar nicht so ikonisch. Oh, oh. Ich habe die Gegner gefunden. Die sind einfach auf dem Dach hier gewesen. Der ist AFK. Und der ist jetzt gleich tot. Ah, diese Waffe ist auch zu stark, ne? Da kannst du weglaufen, wie du willst, Mann. Du hast keine Chance dagegen. Ich sag dir, mythische Waffen sind einfach zu strong, Junge. So, wir nehmen das dritte. Und die Pumpgun auf jeden Fall mit. Pumpgun ist so geil, Mann. Ist sonst noch irgendwas dabei gehabt? Ich habe auch diese SMG hier richtig gefeiert irgendwie. Können wir noch alle Medaillons kriegen? Oh, Glacier ist nicht mehr drin. No, ich wollte nochmal alle in einer Runde zusammenfinden. Das habe ich auf dem Zweitkanal ja auch gemacht übrigens. Da habe ich einfach die Thanos-Challenge gemacht und habe alle Medaillons zusammengesammelt. Das ist ja auch geisteskrank abgegangen. Hätte ich niemals gedacht. Freunde, heute ist es soweit. Wir machen die ultimative Thanos-Challenge. Und es gibt auf der Fortnite-Karte 5 Medaillons. Das heißt, wir müssen uns einen Medaillon wegdenken. Aber unsere Aufgabe heute wird sein, alle Medaillons in einer Runde zu finden und den epischen Sieg zu holen. Holy moly, ich habe alle 5 mythischen Waffen. Und da ist es, Freunde. Das letzte Medaillon. Wenn ich das aufpicke, ist Fortnite komplett vorbei. In den guten alten Zeiten, als ich das erste Mal die mythischen Waffen zusammengesammelt habe. Damals mit Midas auf jeden Fall zusammen. Können ja gucken, ob wir vielleicht mit dem Jump-Pad fliegen können. Dann kriegen wir vielleicht doch noch alle zusammen. Boah, hoffentlich bleibt die fliegende Insel auch drin. Komm, wir versuchen es einfach. Auch wenn Glacier außerhalb der Zone ist. Da ist der letzte mit dem Medaillon. Versuchen in dieser Fortnite-Runde nochmal alle Medaillons in einer Runde zusammenzubekommen. Wir haben das beim Zug gemacht. Wir haben das vor dem Live-Event gemacht. Und danach einfach. So oft haben wir alle Medaillons zusammengesammelt. Und wir haben die ja sogar zur schwebenden Insel gebracht. Ey, das ist so crazy, Mann. So, so crazy. Bitte sag mir, dass hier das Trampo ist. Bitte. Ich liebe dich doch, Fortnite. Oh, ich hasse dich, Mann. Na, es wird ein bisschen schwieriger werden. Ich habe halt auch keine HP, das ist mein Problem. Aber ich habe einen guten Plan. Wenn der gleich tot ist, gehen wir einfach da in den Eingang rein. Werden uns komplett voll heilen. Vielleicht ein paar Medikits kaufen. Und dann werden wir aus den restlichen Gegnern Chimichanga machen. Guckt euch das nochmal an, wie schön es einfach aussieht, Mann. Wie schön diese Fortnite-Karte ist. Endlich kann ich das wieder sagen. Es gab so viele eklige Seasons auf jeden Fall in der Vergangenheit. Wobei Chapter 4 Season 4 auch sehr, sehr geil gewesen ist, muss ich sagen. Schätz mal, der ist schon tot, oder? Heil mich. Und gib mir ein bisschen Heilung. Was will denn Uber jetzt von mir? Oh mein Gott. Liefer mir doch... Ich werde gescammt in der letzten Runde. Echt, dreh hier durch. Nö, der ist tot. Du Idiot, Mann. Du bist ja eine komplett hohle Fritte, Alter. Stimmt, dass wir auch das erste Mal klettern konnten einfach in dieser Fortnite-Season. Sehr, sehr geile Mechanik. Ich muss sagen, diese ganzen Sachen gefallen mir sowieso sehr gut. Dass wir schnell laufen können, dass wir klettern können, dass wir auch sliden können und so. Ich bin mal gespannt drauf, ob wir jetzt in der nächsten Fortnite-Season, also morgen einfach... Vielleicht sogar dann wirklich fliegen können, als normale Mechanik oder sowas, mit irgendwie Gleitern oder so. Ey, ich habe doch keine Ahnung, was Fortnite da wieder für geile neue Sachen plant. Wir werden das Ganze im Livestream auf jeden Fall zusammen herausfinden. Ich bin gespannt drauf, ich hoffe ihr auch. Seid auf jeden Fall alle dabei. Okay, 10 Leute noch am Leben. Wir holen uns jetzt das letzte Medaillon. Oh, hier bin ich auch einmal gewesen. Was ist denn das hier? Sieht aus den Rennstrecken. Hallo? Okay, wir haben hier leichte Probleme. Alter, was passiert hier gerade?
Die Autos sind nicht mehr da. Oh mein Gott. Letzte Fortnite-Runde. Und ich bin einfach ein Geist geworden. Was ist das denn bitte? Hä? Kann das irgendeiner klippen, Mann? Das ist ja giga unheimlich. Wannabe findet in der letzten Fortnite-Runde einfach den schlimmsten Glitch aller Zeiten und da kann ich mal was dafür, Mann. Ich bin einfach Geist geworden. Geistbee nenne ich mich ab jetzt. Gucken uns auf jeden Fall jetzt gleich noch den letzten Fortnite-Teaser an. Ich bin gespannt drauf. Fortnite muss jetzt mal ein bisschen abliefern. Die ersten drei Teaser waren okay, aber ich muss sagen, damals in der Marvel-Season, das war anders, Unreal, als wir Iron Man und so getroffen haben. Bin zwar ziemlich hyped drauf, ich glaube, die Season wird auch sehr, sehr geil werden. Aber die Teaser sind noch ein bisschen Schmalspur irgendwie. Die sind oben, glaube ich. It's time to shine, auf jeden Fall. Nee. Aber dem die Sachen hier eingenommen. Guck dir mal an, was hier rumliegt. Alter. Ich lasse mal die Pumpgun hier liegen und wir nehmen den Sniper mit. Ich glaube, ich habe mit das beste Loadout jetzt gerade dabei. Wenn es nicht sogar das beste ist. Ist das mein Auto? Hallo Freunde. Ich bin hier für euer Medaillon. Seid ihr etwa da oben? Ja, aber die sind hier. Okay. Das ist gerade nicht so gut, was hier abgeht. Ja, chill mal gerade. Ich wusste ja, dass es Gegenwehr geben würde. Ey, ich check das einfach nicht, ne? Du hast eine goldene Sniper. Und was voll unheimlich ist, ich habe ja kein Scope drauf. Ich treffe in der letzten Runde auch noch gegen den Meisterbot. Das gibt's einfach nicht. Es gibt Meisterbälle in Pokémon. Und hier gibt's einfach die Meisterbots. Die Typen sind so crazy einfach. Ich werde diese Clusterbomben auf jeden Fall gar nicht vermissen. Ich hasse diese Dinger einfach. Oh Gott, er kommt. Das ist clever, dass du hier rüberkommst. Komm, zeig dich mal kurz. Boah, er setzt seine mythische Waffe gegen mich ein. Weiß nicht, ob wir das schaffen werden. Er ist stark. Ich treffe heute aber auch nichts. Ich bin der Sniper-Anti-Profi. Er kommt. Ja, komm. Die Waffe ist zu stark, Mann. Ich sag's dir. Die Waffe ist viel, viel zu stark. Wenn die durchgeladen ist, bist du auf jeden Fall tot. Ihr könnt dagegen nichts machen. Boah, der ist voll krass, der Typ. Ich schwör's euch. Ich blicke nicht mehr durch, Mann. Zu viele Bots, zu viele Gegner. Schnell mal durchheilen. Ist ja gut, dass in der letzten Runde nochmal ein bisschen abgeht hier. Soll ja nicht zu langweilig werden. Ich hab hoffentlich, das Medaillon ist gedroppt worden. Nein, aber jetzt aufgehoben. Danke, Bro. Das nehme ich an mich. Wir haben alle zusammen in einer Runde. Was soll denn noch Besseres passieren als das, bitte? Fünfer-Ticks einfach. Ladies and Gentlemen, wir haben es wieder geschafft. Letzte Fortnite-Runde. Alle Medaillons in einer Runde zusammengefunden. Und was passiert? Gar nichts, Mann. Absolut überhaupt gar nichts. Was ist das hier überhaupt? Oh mein Gott, was ist das hier? Das ist einfach das Versteck von Patrick Star. Einfach ist das ein Hinweis darauf, dass wir einfach nächsten Season SpongeBob bekommen. Was das denn komisch ist. Ah, das ist der letzte Fortnite-Gegner. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall gerne Like und ein Abo dalassen. Creator-Code Wannabe im Itemshop benutzen, das Allerwichtigste für den Start der nächsten Fortnite-Season. Wir hören uns im nächsten Video wieder. Ey, der hat Flügel hinten drauf. Oh mein Gott, das ist hart, das ist einfach. Das ist doch jetzt echt ein Zeichen, oder nicht? Ist das krank? Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Freunde.